Einen wunderschönen guten Tag, liebe Seele. Heute mit dabei, wie du erkennen kannst, das Traumengel-Orakel von Doreen Virtue und das Butterfly-Orakel von Doreen Virtue. Ja, und ich würde sagen, wie immer, lass gerne dein Like, Kommentar und Abo da. Und nach dem Schnelldurchlauf geht's auch direkt los. So, ja liebe Sehne, dann wollen wir doch mal sehen, was der Tag für dich bereitet. Und es sieht sehr spannend aus. Wir haben hier nämlich eine Kehrtwende zwischen Manipulation und Befreiung, aber auch zwischen Ängsten, Traumata. Und Lösungen, ja, sehr, sehr gut, weil wir haben eine Balance. Das ist schon mal was Wichtiges. Ja, wir haben Silber mit der Erkenntnis und der Göttin. Alleine hier geht schon los. Die Erkenntnis wird dich heute in zwei wichtigen Bereichen erreichen. Es geht einmal um eine Thematik, in die in dir ein bisschen Angst auslöst. Diese Thematik... Hat auch was damit zu tun, dass es hier um Schriftverkehr geht und du nicht so ganz genau weißt, ob das Ganze richtig ist oder ob du dich da lieber verschließen solltest für. Also, es kann auch ein WhatsApp-Kontakt sein, E-Mail-Kontakt. Es ist Schriftverkehr. Schriftverkehr, dem du nicht traust, und Schriftverkehr, der hinterfragt werden sollte, weil dieser Schriftverkehr liegt in der Manipulation. Achte hier so ein bisschen auf die ähm, Thematik der. der Leichtigkeit, die Thematik äh, zu verstehen, dass äh, du den Berg auch als Aufgabe sehen kannst und nicht unbedingt als Angst, ja? Und dass du bereit bist, jetzt deinen eigenen Weg zu gehen. Es ist nicht mehr so, dass andere Menschen dir sagen müssen, was gut für dich ist, sondern du das eigentlich schon sehr sehr gut selbst weißt und auch annehmen kannst. Aber dir noch nicht ganz eingestehen möchtest. Dafür kommt heute aber die Erkenntnis, die auch gleichzeitig so mit dem Silber die Göttin ist und dir somit auch aufzeigt, wie viel Göttin in dir steckt, ja? Deine Tatkraft möchte heute wieder ganz stark geprägt werden für Verträge. Also alles, was vertraglich heute da liegt, ist Goldwert. Wenn du dich heute entscheidest für ähm, Investments, für Weiterbildungen bei uns zum Beispiel auch dann bist du hier auf dem richtigen Weg. Kann natürlich aber auch ein Arbeitsvertrag sein, den du jetzt unterschreibst oder eine Wohnung. All die Verträge, die heute für dich da liegen, liegen im Goldrausch so gesehen. Sie liegen nämlich im Goldrausch, weil du befähigt bist, für dich selbst zu entscheiden. Damit musst du natürlich auch einer Angst konfrontiert werden, nämlich, dass die eigene Entscheidung auch die falsche sein könnte. Ja, man, man ist sich ja nie so 100% sicher. Aber das öffnet sich für deine Intuition und die sollst du wieder leben, die sollst du wieder fühlen und daraus entwickelt sich dann eben dieser Verkehr mit deinem eigenen Ich, der die Göttin weckt und dir so viel Erkenntnis zeigt, dass du genau weißt, was ist der richtige Weg für dich. Ja, habe ich mir fast gedacht, hier kommt die Vergebung, Heilarbeit ist also jetzt auch angesagt. Natürlich, wenn das Thema Übergriffigkeit oder... Funktionieren unter anderen Menschen stattfindet, dann ist ja auch immer so gefragt, was oder wem hast du zu vergeben. In erster Linie kommt da erstmal jemand im Außen, den du wahrnimmst, aber nicht ernst nimmst. Also nehmen wir mich als Beispiel, wenn ich dir jetzt sage, um, handle für dich und tu dir was Gutes, geh ins Wellness. Und du hörst mich, aber du nimmst das nicht ernst, weil du denkst, es eh nur. Ja, was soll mir ein Tag Wellness bringen? Oder ich sage ins Coaching, das tut dir gut. So dass du denkst, das wäre manipulativ. Aber im Endeffekt kann es auch jemand in deinem nahen Umfeld sein. Na, muss nicht ich sein. Ich habe nur mich jetzt gerade als Beispiel genannt. So, um diese Vergebung beginnt dort kommt aber am ende dann ganz zurück zu dir weil du bist ja in deinem in der spiegelung deines eigenen ichs heute also es wird auch hochemotional und da passt dann die vergebung auch sehr gut rein ja weil in der vergebung in der hochemotionalen äh, vergebungsphase wirst du dann auch so viel tatkraft aufbringen weil du merkst der schmerz ist da aber du möchtest ihn jetzt nur einmal durchleben und deswegen ist die heilung auch mit der vergebung der erste schritt das ist auch gut für dich, weil du damit schon signalisierst, für dich selbst und auch für dein Außen, dass du jetzt bereit bist, diesen Berg zu besteigen. Dass du nicht mehr umhergehen möchtest, so in der Wiederholungsschleife, dauernd nur um den Berg herumwandern oder warten, bis ich ganz oben bin an der Spitze, egal wie lange es dauert. Sondern du sagst, ich packe mir jetzt meinen Rucksack, ich packe mir jetzt meinen mein Eispickel und was weiß ich was noch, gurte mich an. Und dann steige ich da auf. Und dieser Aufstieg zum Berg, der hat natürlich auch seine Tücken. Natürlich wirst du auch mal wieder runterfallen, aber deswegen hast du ja deine Absicherung, entweder in Form von Freunden, bekannten Verwandten oder in Form von einem Coach, einer Beraterin, Berater, Helfer. Ganz egal wie. Denk immer daran, dass Rückschläge beim Fortschritt immer auch wichtig sind, um noch mehr ins Detail zu schauen. Und dann geht auch noch mehr Vergebung leicht von der Hand. Kostümanprobe. Alternativen, Wahlmöglichkeiten. Das ist super. Ich habe ja gesagt, heute ist der perfekte Tag für die Entscheidung. Heute wirst du auch merken, dass du gar nicht mehr differenzieren musst, sondern aus deiner Intuition schon weißt, was ist das Beste für dich. Ich muss hier nur ein bisschen sauber machen. Was stört mich sonst im Bild? Ähm, das ist die Thematik deiner Wahlmöglichkeit natürlich. Und wenn man immer Entscheidungen dir abgenommen hat oder dir eingeredet hat, was für dich gut sein könnte, sollte, würde und anderes schlecht redet, dann hatte man auch eine Macht über dich. Aber diese Macht holst du dir nicht zurück heute, sondern die hattest du dir schon zurückgeholt. Du wirst sie heute nur für dich entdecken. Du merkst, es gibt Wahlmöglichkeiten für dein Leben. Du merkst auch in deiner Tatkraft, gibt es Alternativen, wie du in die Tat schreiten kannst. Es gibt nicht einen bestimmten Weg, sondern du findest deinen Weg. Und das ist das Leben. Das ist so schön, weil du dadurch natürlich auch der Angst viel besser ins Gesicht schauen kannst. Es ist ja ein Unterschied, ob ich dich in den dunklen Raum reinwerfe oder dass ich sage... Weißt du was? Mach die Türe ein bisschen auf und guck mal ganz sanft rein und schließ sie wieder. Fühl in dich rein, ob du die Türe weiter aufmachen kannst. Es gibt Alternativen, auch in der Vergebung. Das heißt nicht immer, dass man sagen muss, oh, es tut mir alles so leid, bitte, bitte, bitte. Nein! Vergebung bedeutet immer mal bei mir anzukommen und zu überlegen, was und welches gefühl wird ausgelöst und deswegen habe ich auch schon gesagt es wird ein sehr überemotionaler tag was aber auch schön ist damit diese emotionen mal gelebt werden die du so lange zurückgehalten hast damit sie auch ja dein körper nicht mehr auf dauerspannung halten dass sie sich lösen können aus den muskeln dass du merkst dass heute alles so entschlackend ist und du die wahlmöglichkeit hast endlich wieder zu lächeln das ist super ja, neues Fitnessprogramm. Das neue Fitnessprogramm ist Lachen. Das neue Fitnessprogramm ist Bewegung. Das neue Fitnessprogramm ist vor allem deine Mentalität stärken. Und deine Mentalität bedeutet auch deine Bewusstheit, für dich zu sprechen, für dich zu leben und für dich einzustehen. Im Endeffekt heißt das aber auch dein Glück hier ganz klar anzunehmen und offen zu sein. Komme, was wolle. Menschen Grenzen zu zeigen ist auch Offenheit. Zu sagen, ich will das nicht. Ich möchte das nicht. Ich möchte, dass du offen bist. Ich möchte ja, ich möchte einfach, dass du mich respektierst. Offenheit sind manchmal die größten Grenzsetzungen, die du geben kannst. Halte also nichts zurück, was schon ewig in dir lodert, denn so kannst du dich selbst befreien und das ist eben ja, du, wenn du deine Ketten sprengen willst, das Beste, was du tun kannst heute. Weißdorn mit der Balance und dem Naturreich. Also auch hier, ich habe ja vorher gesagt, du kommst immer wieder in die Balance, das ist schön, ähm, weil wir so ein schönes Schattenspiel haben. Licht, dunkel, warm, kalt, ganz egal, was es geht. Wir haben heute positive Momente, negative Momente, schöne Gefühle, negative Gefühle. Aber. Wenn du dich darauf konzentrierst, deine Balance zu halten, dann wird aus dem Fuchs, der einst der Manipulator war, der Fuchs der Weisheit. Und dann lernst du aus deinen Lernfeldern. Und aus deinen Lernfeldern kommt dann das Wachstum, was dein Glück prophezeit. Das ist alles ein Prozess. Und diesen Prozess kannst du leben, wenn du verstehst, du zu sein. Und das ist das A und O und da kommt dann auch das naturreich jeder mensch ist einzigartig jedes lebewesen ist einzigartig und ähm, im naturreich wirst du auch siehst du hier übrigens die schöne elfe diese kaum zu übersehene im naturreich wirst du dann merken dass du auch wieder deine kraft findest also geh heute entweder ans wasser oder in den wald um einfach wieder der natur so nah wie möglich zu sein und einfach auch hier entschlacken, entspannen. Wellness für die Seele. Da wir den Ruhestand, also diese Regeneration ist erforderlich. Ansonsten gibt es hier ein bisschen Hoppla Hopp Energie, und das bedeutet immer nur Stress und den hast du schon genug im Leben. Daher in deine Energie kommen und natürlich Leichtigkeit, dann wird das alles gut werden. Sehr, sehr schön. Unsere Eckpunkte sind heute in der Erkenntnis, mit der Klarheit, in der positiven Nachricht. Also hier kommt für dich eine wichtige Entscheidung, die du triffst. Die triffst du aus dem Bauch heraus als Göttin. Sehr, sehr schön. Dann haben wir dich in der Vergebung liegen und das ist der Beginn deiner Heilung. Auch das begrüße ich sehr für dich, weil du dadurch natürlich... Viel mehr Wachstum auch in dein Leben bringst, was du bisher so nicht leben konntest oder nicht leben wolltest, je nach Bewusstseinszustand. Ja, es ist ja manchmal auch so, dass wir uns mit Absicht blockieren, damit wir nicht auf die Schatten gucken müssen. Die Balance in der Nachrichten, im Nachrichtenaustausch, also hier, wo du am Anfang noch gedacht hast, hey, Irgendwas stimmt nicht mit dem Schriftverkehr. Da wird die Balance reinkommen, weil du wirst die Fülle darin sehen. Entweder was eine Lernaufgabe, die du bestanden hast, oder du hast dich geirrt und kannst sagen, Irren ist menschlich, ja, auch ich darf Fehler machen. Und wir sind Menschen, deshalb dürfen wir lernen. Darin kommt deine Fülle, da kommt die Weisheit, da kommt auch mit dem Naturreich deine Kraft für deinen Körper wieder. Ja? Auch ein sehr, sehr schönes Zeichen, was du nicht vergessen solltest. Dann haben wir die Öffnung zum Ruhestand und hier haben wir die Veränderung. Also Regeneration ist auch wichtig. Wenn du heute viele Entscheidungen zu treffen hast, dann mach es in nächster Zeit dann erstmal nicht mehr. Treff heute Entscheidungen und lass dann für diese Entscheidung arbeiten. Das ist auch sehr sehr gut, weil du damit abrundest. Und in der Weisheit haben wir ja die Arbeit mit der Angst, die Arbeit mit dem Lernthemen. Die werden heute eben omnipräsent sein und deswegen wird es auch ein sehr, sehr emotionaler Tag. Wenn es dir zu emotional wird, dann schau gerne unten in die Videobeschreibung. Dort findest du den Link zu unserer Webseite. Ich und mein Team stehen dir gerne zur Verfügung für deinen persönlichen Heilungsweg. Heilung im mentalen Bereich, Heilung in deinem Herzen. Und ja, gönn dir dein Erstgespräch. Wir sind gern für dich da. Like, Kommentar und Abo nicht vergessen. Und bis morgen.